Anwesende, Medienvertreter, freut mich nicht so ganz zu sagen, weil die offiziellen Medien etwas schwach vertreten sind. Aber es gibt ja heute noch viele weitere Anlässe, wo sie auch nicht berichtet werden. Ganz herzlich begrüße ich auch unsere eigenen Medien sozusagen, in diesem Fall FrühlTV, weil die machen ehrenamtlich diesen Job der Berichterstattung. Ganz wichtig, das sehen immer sehr viele, ich weiß nicht, hunderte, tausende vielleicht Klicks, die diese von euch dokumentierten Berichte sich anschauen im Nachhinein. Ganz herzlichen Dank, dass ihr wieder da seid. Bei einer Buchvorstellung sind wir gewarnt worden, da würden sich die Journalisten, wenn es nur um Buch geht, nicht so interessieren, weil das vielleicht nicht attraktiv ist, nicht genug Bilder gibt, in Bücher würden viele vorgestellt. Wir sehen aber mindestens drei Gründe, warum wir dachten, doch, wir sollten das deutlich herausstellen. Das eine ist, es geht hier nicht einfach um ein Buch, sondern es geht um eine Geschichte dieses Widerstands und des Projekts selbst. Es ist sozusagen, zweites Argument, ein Standardwerk geworden, was Willi Wolf da seit einem halben Jahr erarbeitet hat, unter Rückgriff auf wahrscheinlich eine sehr große Bibliothek und Dokumentation. Und allein das, finde ich, ist es wert, dass man das Buch auch mal im Rahmen einer Pressekonferenz vorstellt. Es ist ein Standardwerk, von dem wir eigentlich denken, dass jeder Journalist sein Buchschrank haben sollte, wenn er irgendwie über Stuttgart 21 berichtet. Und drittens ist das Buch, glaube ich, auch politisch wichtig, weil es Erklärungen für Fragen bietet, die sich in dieser Stadt stellen. Das sind im Grunde die zwei großen Fragen. Nämlich die eine Frage, wie geht das weiter mit diesem Projekt, was die ganze Stadt auf den Kopf stellt? Und die zweite, wird das tatsächlich so weitergehen, wie es geht? Und warum geht es so weiter, trotz all dieser Irrationalitäten? Das ist eine Frage, die das Buch, glaube ich, beantwortet. Und es beantwortet auch die zweite Frage, warum hält dieser Widerstand so lange aus? Das ist ja auch ein Phänomen, dass nach so vielen Jahren noch ein so aktiver Widerstand, 378 Montagsdemos, seit 7 Jahren eine Mahnwache, die rund um die Uhr besetzt ist mit 2 Beteiligten. Das sind erklärungsbedürftige Tatsachen. So lange Widerstand sieht man sonst bei solchen Projekten nicht. Die Beantwortung der Frage 1 und Frage 2 hängt natürlich zusammen. Das hängt natürlich mit dieser Art der Absurdität dieses Projekts zusammen, dass dieser Widerstand auch so lange anhält. Jetzt darf ich schnell zur Vorstellung, soweit es überhaupt erforderlich ist, der Beteiligten der Pressekonferenz heute kommen. Das ist einerseits Hannes Rockenbauch, ich mache mal sozusagen in einer Altersrangfolge, der Jüngste unter uns, obwohl er der erste Aktionsbündnissprecher oder zumindest der Vorgänger von Meisenhardt von Löper ist. Er ist Stadtrat von SOS Linke Plus und wenn man sich anguckt, was er alles zu Stuttgart 21 gemacht hat, dann taucht der Name Rockenbauch auf einem Buch von Willi Wolf aus dem Jahre 1995 bereits auf. Aber beim genaueren Hingucken, weil es auch kaum erklärlich wäre, dass der schon 1995 was zu Stuttgart 21 gemacht hätte, stellt sich raus, handelt sich um Utz Rockenbauch, Hannes Vater. Also auch die Biografie dieser Familie ist ein bisschen auch die Biografie dieses Widerstands. Und damit bin ich bei Willi Wolf. Jetzt hatte ich eigentlich dieses Buch in den Händen haben müssen, nicht dieses. Moment, damit. Dieses Buch, das ist sozusagen ein Frühwerk von Willi Wolf zu Stuttgart 21, erschienen erstmals 1995, das ist die zweite Auflage von 1996. Da steht im Grunde alles drin oder die wesentlichen kritischen Punkte, über die wir uns jetzt 17 Jahre später immer noch auseinandersetzen, die hat Willi Wolf schon 1995 zusammengetragen und er hat das auch damals, das war die Zeit, kurz nach der Bahnprivatisierung sehr auch in dem politischen Kontext der Bahnprivatisierung gesehen. Da stand der Willi auch zum Beispiel Seite an Seite mit Peter Conradi, der auch viel dazu beigetragen hat, dass die Bahnprivatisierung nicht die absolute Privatisierung im Sinne von Einflussnahme privaten Kapitals geworden ist. Also Willi Wolf ist heute unsere Hauptperson, sowohl bei der Pressekonferenz als überhaupt in der Montagsdemo und bei der Buchvorstellung heute Abend. Herzlich willkommen Winfried Wolf, der kommt ja immer aus Berlin und als Berliner hat er eine unheimliche Kenntnis dieses Projekts hier seit Jahren. Und Eisenhardt von Löber
oft charakterisiert als auch die juristische Speerspitze dieser Bürgerbewegung und Sprecher des Aktionsbündnisses, kennt ihr alle, den brauche ich nicht weiter vorstellen. Er ist seit 2012 in Nachfolge von Hannes der Sprecher des Aktionsbündnisses, wird dann auch ein bisschen überleiten, was aus dem Buch für die weitere Geschichte der Auseinandersetzung folgt. Dann darf ich in der Reihenfolge den Hannes bitten. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ich hatte die Chance, ein bisschen während das Buch entstanden ist, reinzulesen, mitzuarbeiten, eher weniger, weil ich sehr im Stress war mit meiner zweiten Tochter. Aber schon das, was ich da lesen konnte und was ich da mitgekriegt habe von dem Buch und wie es jetzt auch hier vorliegt, macht, und das möchte ich klar sagen, klar oder hat für mich klar gemacht, dass dieses Buch wichtig ist. Wichtig deswegen, weil in drei Dimensionen, die wir heute brauchen, die wir immer gebraucht haben bei Stuttgart 21, das Buch wesentliche Einordnung macht. Einmal, wie von wenig nicht anders zu erwarten, die ganze fachliche Geschichte von Stuttgart 21, die schon an sich klar macht, warum Stuttgart 21 zum Scheitern verurteilt ist. Zweitens aber auch die politische Einordnung in den Kontext, du hast gerade gesagt, der Bankprivatisierung, aber auch der ganzen neoliberalen Stadtentwicklung und der Entwicklung bis heute. Und dann der ganzen Bewegungsseite, wo ich das Glück hatte, bei Stuttgart 21, nicht ganz von Anfang an, aber durch den Papa dann mitgenommen, schon 1996 das erste Mal Unterschriften zu sammeln beim ersten Bürgerbegehren. Und da einiges an unterschiedlichen Phasen im Widerstand mitbeobachten konnte. Und ich möchte deswegen sagen, wenn man sich das hier im Buch anschaut, und nochmal guckt, in welchen Phasen und woher dieser Widerstand jetzt mit dem ersten Buch dann, 95, aber über die ganzen Etappen sich entwickelt hat, dann war es 96 wirklich auf der Königstraße so, als junger Mensch da zu stehen. Das Projekt war wichtig, weil da ging es doch darum, wie sich meine Stadt, in der ich groß werden will, erwachsen werden will. Inzwischen habe ich da selber Kinder und lebe noch immer in dieser Stadt, wie sich diese Stadt an einem zentralen Punkt entwickelt. Und deswegen stand ich auf der Königstraße, habe Unterschriften gesammelt, da ging es damals darum, dass wir da eigentlich mitbestimmen dürfen. Wenig Leute hat es damals interessiert. Wir haben trotzdem 15.000 Unterschriften gesammelt, aber es war mühsam, es war zäh, die ganze Geschichte. Und das sage ich deswegen, weil wenn man so lange miterlebt hat, wie gegen Stuttgart 21 es notwendig ist, Politik zu machen, Bewegung aufzubauen, dann gab es Phasen und gab es immer wieder Phasen, wo es dann mal Höhepunkte gab, wie 2007 mit dem ersten Bürgerbegehren gegen Stuttgart 21. Aber es gab eben auch diese ruhigen Phasen, wo es richtig schwierig war. Und wenn ich das vergleiche, dann kann ich sagen, dass heute im Vergleich zu diesen Zeiten, die sehr, sehr lange gingen von der frühen Geschichte, sich immer noch wahnsinnig viele Leute in Stuttgart bewegen gegen dieses Großprojekt. Und deswegen ist für mich nicht nur von der fachlichen Seite her klar, dass, oder finanziellen Seite, oder später die juristische Seite bestimmt was sagen, Eisenhardt, klar, dass dieses Projekt scheitern muss, sondern ich bin ganz sicher, wir alle wissen nicht, was noch kommen kann, dass jetzt aus der Bereitschaft und der dauernden Aktivität der vielen Menschen, die sich weiter gegen dieses Projekt engagieren, sich wieder was Neues entzündet. Eine Entwicklung finde ich schon spannend, weil die zur Bewegungs- und politischen Einordnung gehört. Heute haben wir ja auch die Montagsdemonstration mit der Meile der Bewegung, oder wie heißt das so ungefähr? Bewegungsmeile, wo sich viele Initiativen vorstellen, die ihre unmittelbare Baustelle eigentlich von Bäume schützen, von Flüchtlingsarbeit haben, aber alle insgesamt in ihrem Ding Teil der Bewegung sind und an ihrer Stelle dann auch mal entschieden haben, so, jetzt ist mal Stuttgart 21 historisch so wichtig, da machen wir alle mal gemeinsam und die heute jetzt wieder hier im Endeffekt bei der Bewegungsmeile mit präsent sind. Also, dieser Widerstand erweitert sich, verbreitet sich, vernetzt sich und macht, glaube ich, deutlich, dass das, was Stuttgart 21 geboren hat, die Entwicklungsvorstellung von Stadt, dass die nicht zukunftsfähig ist und an ganz vielen Ecken und Enden sich Menschen bewegen. Und für mich ist das diese Vielfalt eigentlich eine Stärkung der Zivilgesellschaft in Stuttgart, die sich auch emanzipiert gegenüber den Entwicklungsvorstellungen, die vielleicht an Spitze von Unternehmen oder in der Politik herrschen.
Und in dieser Situation, mit diesem politischer werdenden Bewusstsein, auch dank eben Stuttgart 21, kann man nicht wissen, was heute Morgen noch für Sachen eintreten werden, dass dieser Widerstand gegen Stuttgart 21 und für eine andere Stadt wieder ganz groß wird. Dafür ist die Bewegung gut vorbereitet und sie wartet nicht, sondern sie setzt heute schon an vielen Ecken und Enden besseres Leben in Stuttgart durch. Und das ist für mich deswegen eine ziemlich explosive Mischung, das Buch, weil es da auch nochmal teilweise, wenn man den Bewegungspart nachvollzieht, nicht eine Anleitung, aber nochmal eine Beschreibung ist, wie Sachen entstehen konnten, sich entwickeln konnten und für mich wahnsinnig motivierend. Deswegen freue ich mich, dass es jetzt dieses Buch gibt. Ich denke, es ist eher so eine Bestandsaufnahme zu heute, weil was kommt, da bin ich optimistisch, dass es nicht das Ende ist, ist aber noch offen. Ja, herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier im Württembergischen Kunstverein dieses Buch vorstellen zu können. Wenn gesagt wird, ich käme aus Berlin, dann bin ich mal etwas reserviert, weil das klingt dann so, jemand, der von ganz außen kommt, aber kann ja auch klingen, wie dass ich fachkundig wäre, Berlin-Hauptstadt und so, aber ich bin Schwabe, ich bin in Horb am Neckar geboren und bin in Ravensburg aufgewachsen und war in der Zeit 94 bis 2002 im Deutschen Bundestag gewählt für die PDS und für Baden-Württemberg. Das heißt, sehr verbunden mit dem Land und mit der Bewegung und mit dem Projekt Stuttgart 21, wie das vorher schon zweimal kurz skizziert worden ist. Wenn ich das Buch Abgrundtief und Bodenlos genannt habe, dann wollte ich auch gerne betonen, dass diese Schreibweise, auch wenn sie heute in der Stuttgarter Zeitung anders gewählt wurde in der Ankündigung, so sein soll, Kleinbuchstaben und Pluszeichen, was eben heißen soll, das ist die Firma eigentlich. Die Firma, die diese Stadt kaputt macht, heißt Abgrundtief und Bodenlos und das ist eine treffende Bezeichnung für die Bodenlosigkeit des Projekts, über die Abgrundtiefheit der Verletzung aller Gesetzmäßigkeiten von Mathematik, von Physik, von Geologie, die mit dem Projekt Stuttgart 21 und mit der Umsetzung verbunden sind. Ich muss sagen, dass das Buch eigentlich schon in der Reihe steht, also nicht nur das 95er Buch, was in 96 in der zweiten Auflage erschienen, was Werner Sommermann kurz skizziert hat. Wir hatten auch im Jahr 2011, 2012, 2013 drei Bücher zu Stuttgart 21 gemacht, alle drei bei Papi Rossa erschienen, wie auch das jetzige Buch. Das letzte Mal waren ja 2013 Volker Lösch, Walter Sittler, Egon Hopfensitz, Sabine Leidig und ich oben im Rathaus und haben die Debatte vorgestellt, die wir damals hatten, anlässlich der Kostensteigerung von 4,5 auf 6,7 Milliarden Euro mit Herrn Gretschmann in der Diskussion, wo damals auch eine Diskussionsmöglichkeit da war, die heute, glaube ich, kaum mehr so gegeben sein dürfte, weil der Case angeblich besser ist. Ich möchte dazu sagen, dass bei dem neuen Buch ich zuerst auch dachte, naja, ähnlich so eine Zusammenfassung nochmal. Bestandsaufnahme hat gerade Hannes gesagt, es ist aber mehr geworden. Das heißt, wir haben es geplant Ende des Jahres als ein Büchlein, würde ich mal sagen, eine neue Zusammenfassung. Vor allem der Verlagschef von Papi Rossa, Jürgen Hammer, drängte mich, was zu machen. Das ist angekündigt, wenn Sie nachschauen auf der Website, glaube ich, von Papi Rossa als 120 Seiten Büchlein, wo wir dachten, ja, wir machen nochmal, um am Ball zu bleiben, die ganze Geschichte. Und es war dann so, dass einfach durch die Fülle des Materials, durch die optimalen Kontakte jetzt hier in Stuttgart, durch die eingebunden sein in Montagsdemonstrationen, in Veranstaltungen und so weiter, ich dann entdeckte, das muss was anderes werden, was Grundsätzliches werden, was Methodisches werden und auch was nach vorne und in Zukunft gerichtetes werden. Zumal ich dann entdeckte, und ich war selber verblüfft, dass es eben kein Buch gibt, von dem man schwäbisch sagen könnte, es sei Metz Wiese. Das heißt, für Stuttgart 21 gibt es eigentlich diese Sammlungen, ich möchte mal ein bisschen weglassen, immer die vom Schaulau, eine gute Sammlung, damals 2010 Ende erschienen, mit guten Beiträgen, aber es gibt komischerweise, anders als aber bei Anti-AKW-Bewegung, auch anders als bei Stadtbahn-West-Bewegung, kein Buch, was die ganze Bewegung zusammenfasst, eine Bilanz zieht und nach vorne weist in die Zukunft. Insofern glaube ich, dass ich versuche jedenfalls, Standardwerke werde ich nicht in den Mund nehmen, solange sie Medien nicht schreiben, ich versuche jedenfalls in die Richtung, das Buch zu
nach vorne zu bringen. Das Buch hat 8 Kapitel, um es ganz kurz zu resümieren. Im ersten Kapitel stelle ich den Zusammenhang her zwischen Stuttgart 21 und Berliner Airport und Elbphilharmonie und frage, wem gehört die Palme, Negativwettbewerb. Das ist ziemlich eindeutig in der Tabelle, die Sie am Anfang sehen werden, dass in Bezug auf Kostensteigerung, Kostenhöhe, Bauzeitverlängerung und zerstörerisches Potenzial Stuttgart 21 den Negativrekord hält. Ich gehe im zweiten Kapitel ein auf die Machbarkeitsstudie im Jahr 95. Ich habe die nochmal in Ruhe gelesen und habe festgestellt, dass einige wirklich verrückte Sachen drinstehen, die keiner wusste, ich auch nicht wusste und die ich jetzt weiß und die man notieren sollte. Zum Beispiel steht da drin in der Machbarkeitsstudie, dass der Bonnatzbau in seiner Gesamtheit erhalten bleiben würde, einschließlich des Nord- und Südflügels, und dass der Südflügel, der abgebrochen werden müsste, zeitweilig aus technischen Gründen wieder errichtet werden würde, weil natürlich Denkmalschutz und so weiter. Es steht auch was Interessantes drin, in einem Anhang zur Machbarkeitsstudie von der wasserwirtschaftlichen Arbeitsgruppe der Stadt Stuttgart, dass man seit dem Jahr 1991 an Stuttgart 21 gearbeitet hat. Das ist auch zufällig der Termin, als Dürr Chef der Bundesbahn wurde, 1991. Das heißt nicht seit 1994, wie man behauptet wurde, sondern seit 1991 hat man systematisch, du sagst generalstabsmäßig, die Sache vorbereitet, um die Öffentlichkeit zu rollen und dieses Projekt durchziehen zu können. Ich nenne in Kapitel 3 die 4 Gründe, warum Stuttgart 21 scheitern wird, definitiv scheitern wird, und zwar klar Gleisneigung, Kapazitätsabbau, Anhydrit und Kosten, dabei nicht nur jetzt so bilanzmäßig und bestandsmäßig das aufgereiht zu haben, sondern auch mit neuen Geschichten. Beispielsweise weiß, glaube ich, kaum einer, dass der Chef des Eisenbahnbundesamts, Herr Hörster, im Mai letzten Jahres im Bundestag gesagt hat, es gibt keine Genehmigung für die Gleisneigung durch das EBA. Wenn der Bau fertig sein würde, müsste das EBA neu prüfen, ob es ähnliche Sicherheiten geben würde, wie im Fall einer Plan, einer ebenenverlaufenden Gleise, die in Stuttgart 21 eingebaut werden würden. Zweites Beispiel bei Kapazitätsabbau. Ich möchte darauf verweisen, dass wir eine nette Tabelle auf Seite 277 haben, wo wir verschiedene Bahnhöhen mal vergleichen und dabei feststellen, Stuttgart 21 wird auf der Ebene sein von Bietingen-Bissingen. Bietigheim-Bissingen. Ich rede hier mal dort und weiß nicht, meinen Namen. So, von Bietigheim-Bissingen, das heißt, die gleiche Zahl von Durchgangsgleise haben wie Bietigheim-Bissingen. Drittens zum Thema Bundesrechnungshof, zum Thema Anhydrit, sei darauf verwiesen, dass am 16. August, am 17. August letzten Jahres die KPMG-Prüfer und die Prüfer von Ernst Basler und Partner, also die Leute, die das Gutachten für den Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG im Sommer letzten Jahres erstellt haben, im Tunnel waren mit Anhydrit und genau das festgestellt haben, was nie sein darf, nämlich Wasserzutritt. Ja, das heißt, wenn die Bahn sagt, wir machen da natürlich ohne Wasser, weil das ist ja wahnsinnig, Wasser, sie staufen im Breisgau und so weiter, genau das ist beim Zufallsbesuch von den Leuten, die für die Bahn arbeiten, für die Bahn Millionen kriegen für die Studie, die gute Gründe haben, das nicht öffentlich zu machen, das ist dort festgestellt worden. Und last but not least, bei den Kosten möchte ich darauf hinweisen, dass am 9. Juni letzten Jahres Herr Grube im Bundesfinanzierungsgremium war, ein Gremium, was keiner kennt, das ist ein Sondergremium, ein Geheimgremium des Bundestags, des Haushaltsausschusses und so weiter. Den Vorsitz hat Gesine Lötsch von der Linken. Es sind für jede Partei, glaube ich, ein oder zwei Leute drin, es waren 6 Leute, glaube ich. Damals wurde er konfrontiert, Herr Grube, mit dem Bundesrechnungshofbericht, der Kostensteigerung auf 10 Milliarden. Grube hat gesagt, weiß ich nicht, verstehe ich nicht, kann ich nicht. Und im Vorwort zum Bundesrechnungshof, dem ganz geheimen Bericht, steht drin, dass der Bahnchef nochmal kommen würde, um zu diskutieren, wie diese Kosten zu erklären sind. Er kam, glaube ich, nicht. Bis dann am 29. Januar dieses Jahres hat er sich vom Gleisacker gemacht. Aber am 22. Juni dieses Jahres war Richard Lutz in dem Gremium gewesen. Ich kenne das Ergebnis nicht, geheim, klar, kann man nicht wissen und so weiter, um dazu Stellung zu nehmen, weil die 10 Milliarden eben faktisch so drinstehen, wenn man die einzelnen Zahlen addiert. Ich muss mich, glaube ich, kürzen, sonst ziehe ich meine Zeit. Ich habe ein ausführliches Kapitel drin, und zwar ausführliches Kapitel drin, wo ich auf die
Theorie eingehe, die Frage, also wie man so Großprojekte wie Le Grandi Opere Inutili erklären soll, diese absurden Großprojekte, die eigentlich ökonomisch keinen Sinn machen, zum Teil sogar umgekehrt Kapazitäten abbauen, wie man das einordnen soll in die jetzige Krise des Kapitalismus. Ich habe ein langes Kapitel zur Bewegung drin, wo wir intensiv hier in Stuttgart zusammengearbeitet haben, gab 60 Seiten, mehr als alle anderen Kapitel. Und wir gehen im Schlusskapitel ein auf den Besuch von Leonard Cohen am 30. September, am Tag des Schwarzen Donnerstags in Stuttgart, als er hier im Hotel Schlossgarten gastierte mit 30, 40 Leuten. Als seine Leute runtergingen in den Schlossgarten und sagten, was ist hier los, es ist Krieg in Deutschland, warum sind hier tausende Polizisten, schwer bewaffnet und so weiter, und es dokumentierte. Und als er am Tag darauf in der Schleierhalle sein Konzert gab, vor, glaube ich, 7000 Leuten, und in dem Konzert dieses Lied auch den Menschen widmete, die im Schloss, im Park gekämpft haben, zum Erhalt der Bäume, hat es den Bäumen gewidmet. Und das Lied, The Anthem, hat die Zeilen: So much of the world is plunged in darkness and chaos. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There's a crack in everything, there's a crack in everything. That's how the light gets in, auf Deutsch. In meiner auch etwas adaptierten lyrischen Übersetzung. So vieles auf der Welt ist in Finsternis gehüllt und in Chaos geworfen. Läutet alle Glocken, die wir noch zum Klingen bringen. Nehmt Abstand von all den profanen Dingen. Immer gibt es einen Riss, einen Spalt im Inneren, durch ihn wird ein Lichtstrahl dringen. Und gemeint ist damit auch in weiteren Strophen verfolgt in dem Lied, das wir danach machen im Schlusskapitel, genau angeführt von Hannes Rockenbauch, dass in all diesen Großprojekten, in all diesen zerstörerischen, gigantischen Unternehmungen, sei es im Bereich von Atomkraft, im Bereich von Rüstungsindustrie, im Bereich von Le Grandi Opere Inutili, den großen unnützen Werken, immer irgendwo ein Spalt, ein Riss auch drin ist. Und das bei aller Perspektivlosigkeit, auch Mutlosigkeit, auch Demoralisierung und so weiter, man schauen muss, wo dieser Riss da ist. Peter von Bali hat gesagt, Tropfen, der irgendwann das Fass zum Überlaufen bringen wird und dass durch diesen Riss, durch diesen Spalt ein Lichtstrahl dringen wird und die Bewegung vielleicht neu aufatmen kann. In diesem Sinne möchte ich meine Einladung beenden und hoffe, dass Ihnen das Buch zusagt und das bringt Bestandsaufnahme darüber hinausgehend, aber auch eine Einordnung in die jetzige Krise des Kapitalismus. Dankeschön. Vielen Dank, Winfried Wolf. Bevor ich an Eisner von Lippe weitergehe, noch ein kleiner Nachtrag zur Vorstellung des Podiums hier. Erwähnen wollte ich auch, dass hier auch noch ein Vertreter der Bahn, nämlich Herrn Georg Brunnhuber, den Sprecher der Projektgesellschaft Stuttgart-Ulm, eingeladen hatten, weil wir dachten, so eine Buchvorstellung ist vielleicht eine Situation, wo man mal ein bisschen entspannt und wo man sonst in feindlichen Gräben liegt, ein bisschen entspannt über dieses Projekt reden kann, über das man sich jetzt so viele Jahre schon streitet. Das ist ja auch bei sonstigen Buchveröffentlichungen üblich, dass dann die Protagonisten von Pro und Contra auch auftreten. Das war nicht möglich. Herr Brunnhuber hat dem Winfried Wolf einen abschlägigen Brief geschrieben, in dem es heißt, er sei nicht bereit, an rückwärtsgewandten Veranstaltungen zu Stuttgart 21 teilzunehmen. Entgegen dem, was er damit sagen will, er will nämlich sagen, es hat überhaupt keinen Zweck mehr, darüber zu reden, die Sache ist ja gelaufen, wird ja eigentlich deutlich, dass er nicht die Souveränität hat, darüber zu reden, und das zeigt, dass er eben nicht davon ausgeht, dass die Sache gelaufen ist, dass es sehr viele Unsicherheiten gibt. Das sieht man jetzt derzeit auch wieder in der Diskussion auf den Filtern, dass die Bahn sich ihres Projekts selber nicht so sicher ist. Und damit darf ich an Eisenhard von Lübber weiterreichen. Ja, ich freue mich in dieser Runde, nachdem was schon gesagt wurde, etwas noch für das Aktionsbündnis hinzuzufügen. Das Buch von Winfried Wolf ist für mich nicht nur ein Standardwerk, sondern von bestem Format. Wolf ist ein herausragender Verkehrsexperte, dessen sehr begründete Kritik eine starke öffentliche Resonanz verdient. Es trifft sich daher gut, dass die Berliner Staatsanwaltschaft gerade über förmliche Ermittlungen gegen die Bahnmanager wegen Untreue zu entscheiden hat. Winfried Wolf kennt und beschreibt die Bewegung gegen Stuttgart 21 von innen her und mit all seinem unglaublichen Fachwissen seit den Anfängen
der Bahnprivatisierung von 1994 sind nicht nur 17 Jahre, sondern 23 Jahre inzwischen. Und wie sich dieser bürgerschaftliche Einsatz mit solch langem Atem gegen ein Projekt in der schwäbischen Metropole auflehnt und nach dem Motto "Wessen Stadt, unsere Stadt" mit ihr identifiziert, ist bundesweit einzigartig. Ich sehe darin eigentlich die Konturen der kommenden Gesellschaft, die sich demokratisch an einen am aufrechten Gang misst und ihn selber auch auf den Weg bringt. Diese Bewegung hat langen Atem, großen Einsatz und Kompetenz bewiesen, bis heute und trotz polizeilicher Brachialgewalt am Schwarzen Donnerstag, trotz der Rechtsbrüche, die noch und noch vorhanden sind und die Planung und die Umsetzung des Projekts begleiten. Und obwohl die regierenden Parteien das Projekt längst von der politischen Agenda genommen haben. Den einzigartigen Einsatz erweisen schon 7 Jahre Mahnwache rund um die Uhr, der dieser Tage am 17. Juli gefeiert wurde, und 178 Montagsdemonstrationen. 378, danke, Montagsdemonstrationen. Aber woher nimmt Winfried Wolf die Aussage des absehbaren Scheiterns von Stuttgart 21? Ist das Projekt nicht politisch gewollt, wie Ex-Bahnchef Rüdiger Grube betonte und wie die Bundeskanzlerin bekannte? Auch die neuen Bahnchefs Richard Lutz und Ronald Pofalla sind mit entsprechenden politischen Vorgaben ins Amt gelangt. Aber darf der politische Wille finster entschlossen, also rücksichtslos umgesetzt werden? Da ist es in der Tat politisch brisant, ob bei Stuttgart 21 ein System der Rechtsverletzungen ans Licht kommt. Der jüngste Spiegelbericht enthüllt, jahrzehntelang haben die Autobauer VW, Audi, Porsche, BMW und Daimler in 60 Arbeitskreisen mit über 1000 Treffen die Abgasreinigung der Dieselfahrzeuge geschlossen missachtet. Bekanntlich kamen 25 Jahre lang Topmanager der Autoindustrie an die Spitze der Deutschen Bahn und bedienten, wie es die Bundesregierung erwartet hat, zuerst deren Interessen. Jetzt rügt die Europäische Kommission hohes Fehlverhalten der Bundesregierung beim Abgasskandal auch gegenüber dem Kraftfahrtbundesland. Es muss also eine Instanz geben, die das Verhalten der Bundesregierung und des Eisenbahnbundesamts beim fehlgesteuerten Projekt Stuttgart 21 nicht länger hinnimmt. Denn hier werden Leben und Wohlergehen der Menschen gefährdet, auf das eine Parallele zum Abgasskandal. Es werden viele Milliarden Euro skrupellos veruntreut. Hier gehen die Menschenrechte und sonst gültige rechtsstaatliche Maßstäbe der Gesellschaft über Bord, auf deren Einhaltung wir sonst gerne pochen. Ich erinnere an die Türkei, an China, der Menschenrechtsexperte, der da vor kurzem als Nobelpreisträger noch verstarb und viel darauf gegeben hätte, wenn es eine unabhängige Justiz gäbe, die man auch in Polen etwa oder in den USA einverlangt. Es hat einen enormen Stellenwert. Nur die Bundesregierung tut so, als sei sie rechtsstaatlich an der Spitze der Entwicklung. Nein, sie hinkt unglaublich hinterher, wenn man hier auf Stuttgart 21 sieht. Denn hier gehen die Menschenrechte und sonst gültige Maßstäbe der Gesellschaft über Bord, wie ich gerade erklärte. Dafür sind 3 Beispiele herauszugreifen, die sowohl in diesem Buch von Winfried Wolf wie in unserer Strafanzeige gegen die Bahnmanager hervorgehoben werden. Ich sage das nur ganz knapp. Der unterirdische S21-Neubau mit 6 Meter Höhenunterschied lässt die 6-fach regelwidrige Gleis
und Bahnsteiggefälle zu und schert sich nicht um vorbeugenden Gefahrenschutz, das ein oberstes Verfassungsprinzip für das höchste Rechtsgut unseres Grundgesetzes des Schutzes von Leib und Leben der Menschen. Streng genommen begeht damit das Eisenbahnbundesamt auf Geheiß des Bundesverkehrsministers Verfassungsbruch. Und Ex-Bahnvorstand Volker Käfer wälzt sogar in dieser Sitzung, die du vorhin nanntest, vom 16. Mai 2016, die Verantwortung auf den Lokführer ab und bietet auch nicht, wie vorgeschrieben, andere Lösungen an, die gleiche Sicherheit nach § 2 Absatz 2 Eisenbahnbaubetriebsordnung erfordern. Das ist bodenlos und verfassungswidrig. Zweitens, auch die Verkehrsleistung des Bahnknotens drastisch abzubauen durch die Halbierung der Gleise von 16 Kopfgleisen auf 8 Durchfahrgleise verletzt krass die Grundbestimmung Artikel 87e für Ausbau und Erhalt des Schienenverkehrs. Winfried Wolf hat es bereits genannt, im Buch wird darauf verwiesen, Stuttgart mit 600.000 Einwohnern wird der Kleinstadt Bietingen-Bissingen mit 42.300 Einwohnern gleichgestellt. Das ist die Realität von Stuttgart 21. Drittens, Wahrscheinlichkeitsberechnungen ergeben, dass durch Anbetritt auf 20 Kilometer Tunnelstrecken wiederkehrende Schäden und Streckenstilllegungen mit katastrophalen Folgen zulasten einer ganzen Metropolregion zu erwarten sind. Auch das ist eminent grundgesetzwidrig. Der ganze Widersinn des Projekts zeigt sich übrigens aktuell wieder auf den Filtern, wo ein Gutachten des Deutschen Bahnnahen Verkehrswissenschaftlichen Instituts zeigt, dass ein S-Bahn-Ringschluss möglich und sinnvoll ist. Es wäre die bessere und billigere Alternative zu Stuttgart 21 auf den Filtern. Zu alledem die Frage, droht politischer und juristischer Druck von David nicht am politischen Willen von Goliath zu scheitern? Hier geht es um die Unabhängigkeit der Justiz im Sinne demokratischer Gewaltenteilung. Die Staatsanwaltschaft Berlin darf gerade nicht politisch gefärbt entscheiden. Das hat mir gegenüber der jetzige Justizsenator Dirk Behrendt früher bereits anerkannt. Die Staatsanwaltschaft muss wegen der Schwere der Vorwürfe zügig ermitteln. Für die Justiz spielt aber auch die öffentliche Diskussion eine Rolle. Hierzu kann das Werk von Winfried Wolf entscheidende Impulse setzen. Der abgrundtiefe Irrweg von Stuttgart 21 muss jetzt bewusst werden, um weiteren Schaden durch die Möglichkeit eines Umstiegs von S21 abzuwenden. Darum ist es die ganzen Jahre gegangen und geht es auch heute wieder mit der großen Montagsdemo und eben mit der Vorstellung dieses Buchs von Winfried Wolf. Danke. Ja, vielen Dank. Besnacht euch allen rein. Dann gäbe es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Vielleicht das Angebot an alle, hier die drei Protagonisten vor sich zu haben. Wenn es das überlegt, ihr noch Fragen? Ja, bitte. Ich habe einfach die Frage, wo sollen dann die Bahnen eigentlich fahren, wenn der Anhydrit quillt und der Tunnel bröselt? Nicht der Brunnen töselt, das ist alles schlecht. Wo sollen die dann eigentlich fahren? Ja? Ich meine, wir haben dann hoffentlich bis dahin nur noch die Gäubahn, aber ansonsten haben wir eigentlich gar nichts mehr, oder? Wir haben unter uns einen speziellen Experten. Willst du das beantworten, Andi? Sonst würde ich eine leichtsinnige Antwort geben. Du wüsstest es bestimmt besser. Ja, es gibt schon Tendenzen, dass man ein Dreieck um Stuttgart rumbauen will. Also von der Gäubahn könnte man, wenn man die Strecke nach Fahing, Feuerbacher Welt da vorbeifahren. Komm mal schon, ja. Ja, die haben wir dann hoffentlich noch. Ja, mit dem muss es ja weg. Ja, die Frage ist ja, wie man fahren kann, wenn Anhydrit den Betrieb blockiert oder ausschließt. Ich habe den Mann auch mal sagen hören, dass er gesagt hat, wir wollen versuchen, mit Stuttgart ein Dreieck außenrum zu installieren. Es gehört nicht zu Stuttgart 21, es ist eine der Methoden, dass man sagt, das sind dann andere Gelder. Aber im Endeffekt
wissen die Leute wahrscheinlich auch, dass es so eben sonst gar nicht geht. Es wäre die Strecke von Stuttgart-Freiing über Feuerbach nach Zuffenhausen, dazu die Schusterbahn nach Esslingen rüber und eben eine Verlängerung dann doch von der Filterstrecke nach Wendlingen, wie auch immer. Und dann kann man schon einigermaßen an Stuttgart vorbeifahren. Aber alles so nur grob und als Idee. Wir fahren um das wieder zu erreichen. Und nur als Idee und ja, da haben Sie sicher auch Ihre Probleme mit, auch mit dem Notfallkonzept von Essen. Es wird zwar immer wieder gesagt, was der Peter Reinhardt auch sagt bei Vorstellungen, wir fahren dann eben durch den Tunnelbahnhof, das ist ja kein Bahnhof, sondern eine Haltestelle, da hätte es genügend Kapazitäten, das wiederholt er bis heute, bis vor 3 Uhr, muss es aber wissen, dass es eben nicht geht. Der eine, ein Haltepunkt mit 8 Gleisen kann das niemals aufnehmen, die S-Bahn. Aber deswegen brauchen Sie schon irgendwas drumherum, soll aber dann alles eine Verbesserung sein und keine Kritik an Stück weit sind Sie. Okay. Ja, wird das tatsächlich schon gebaut, dieses Dreieck? Nee, das ist nur eine Idee, ne, bisher. Ja. Das ist eine der vielen Absicherungen, die dann nachher sozusagen noch on top kommen. Die darauf hinweisen, also dass die Verantwortlichen sich da selbst nicht sicher sind. Ne? Das, ja, okay. Ja, genau. Kurz in Ergänzung zu dem Thema Anhydrit. Also die KPMG-Maßnahmen- und Partnerstudie wird ja in der Regel vorgestellt als eine Bestätigung, weil dann 3 oder 5 Mal auftaucht, dass die 8 oder 6,7 Milliarden Euro eingehalten werden würden, was vorne und hinten stimmt, aber in der Mitte nicht mehr stimmt. Und das Spannende ist ja schon, dass die Journalisten, die scheinbar das haben, ich habe sie auch, eben den mittleren Teil nicht lesen, wo ausführlich diese Risiken dargestellt wird, wo gesagt wird, das haben sie beim Straßentunnel, Stichwort hier in Berlin, in Stuttgart, der Engelberg-Tunnel, anderthalb Straßentunnel eben schon bei 10 cm Anhebung der Schienenverkehr nicht mehr gewährleistet werden kann, gestoppt werden muss. Ja, bei Straße kann man sagen, okay, Tempo 30 und langsam fahren, gut, Hoppel rüber und weiterfahren. Das geht nicht im Fall von Schienenbau. Und das Spannende ist, dass dies in den normalen Medien kaum ausführlich dargestellt wurde, dass jetzt Thomas Wipper, der in der Regel in der Stuttgarter Zeitung ab und zu sehr gute Sachen veröffentlichen konnte zu S21, jetzt zu Bild der Wissenschaft gegriffen hat und darauf 10 Seiten ausführlich genau diese Aspekte, die im KPMG-Gutachten, ich glaube im August nochmal, im KPMG-Gutachten enthalten sind, dargelegt hat, dass eben diese Anhydrit-Gefahren im Fall von Tunnelbau bei Schienenverkehr nochmal bedeutend größer sind. Eigentlich alle Wissenschaftler, zitiert dann andere, auch Schweizer Experten sagen, es ist weltweit nirgendwo beherrschbar. Und wenn es schon bei wenigen hunderten Metern im Schweizer Tunnel nicht beherrschbar ist, dann wird es bei 17,6 Kilometern, wo hier Tunnelbau von den 60 Kilometern, 17,6 Kilometern im Anhalt verlaufen, einfach nicht beherrschbar sein. Das kann sein, es ist 1-2 Jahre beherrschbar, aber Anhalt, Stichwort Breisgau, Staufe im Breisgau, 10 Jahre Anhebung des Bodens um insgesamt 60 cm und um, glaube ich, 1 Meter Verschiebung nach Norden des Stadtzentrums von Staufe. Das sind gigantische Entwicklungen, wo zum Beispiel die Stadt Staufe gezwungen wurde, jetzt die Gaswerke, die privat waren, aufzukaufen und 8,7 Millionen Euro dafür zu bezahlen, weil die Gasleitung im Boden zerrissen wird unter diese kleinen Stadt. Und da war nicht irgendwie ein Tunnelbauer da, der einen kleinen Staufen 21 Bahn noch gebaut hätte, sondern es waren nur normale Geothermie-Bohrungen, die stattgefunden haben. Das ist ungefähr Oberaugendick, die in den Boden gebohrt wurden und nicht 8 Meter im Durchmesser, was bei S21 gebaut werden würde. Es ist absolut eindeutig, dass dies nicht beherrschbar ist. Gut, dann noch eine Frage. Ja. Eine Ergänzung in Basel ist, in dieser Woche wird versucht zu enttüften, diese eine Bohrung, die weil sich da ständig Spannungen aufbauen und damit das nicht weitergeht und auch weitere Schäden hervorruft, wird es derzeit entlüftet, wie es so schön im Fernsehen hieß. Dem sollte man vielleicht auch mal nachgehen. In Basel. In Basel. Die hatten dort auch Thermogeothermie gemacht und die sind gründlich schiefgegangen und dann haben sie es aufgehört, aber jetzt nützt es ihnen gar nichts. Die haben also trotz aller Maßnahmen, die in den letzten Jahren getroffen wurden,
ist es so, dass es weiter unten rumort, wenn man so will. Und die haben es, und jetzt ist also der letzte verzweifelte Versuch, indem sie einfach das oben aufmachen, dass sozusagen ständig der Druck entweichen kann. Ja, aber das nur so am Rande. Aber da habe ich dann gleich eine Frage. Wir sind ja alle immer optimistisch, ich ja auch. Jetzt sind wir gerade nicht nett. Wann würden Sie sagen, haben wir vor, wie weit muss das Projekt vorgedrungen sein, dass man sagt, jetzt können wir wirklich nichts mehr machen. Ich hoffe nicht, dass das passiert. Ich gehe zum Beispiel auch davon aus, dass die Tulpen da, diese Träger, dass das schief geht. Denn da gibt es ja noch mehr, die das mal berechnet haben. Auch in meinem Verwandtenkreis sind da Ingenieure, die das mal durchgerechnet haben und gesagt haben, das ist völliger Blödsinn, das hält es nie. Und ist ja auch interessant, dass nur jetzt mal diesen Pfeiler, den Unterteil, das ist ein kleiner Bruchteil vom Gesamten, gebaut haben. Und da müsste schon viel weiter, wenn das, was Sie da als Zeitplan bei der Pressekonferenz oder die letzten drei Mal behauptet haben, wie schnell das vorangehen soll, dass es noch bis 2021 fertig ist, ja, das kann gar nicht sein, weil das sind gar keine Vorbereitungsmaßnahmen da. Geschweige denn, das sollten Sie mal nachgehen, dass die Stahlfinger sind noch nicht mal bestellt. Okay, danke für den Hinweis. Und Winnie, vielleicht oder jemand eine kurze Antwort. Gibt es einen Point of No Return? Ja, das ist ja eine klare Aussage. Nein, aber es gibt Überraschungen. Meine Überraschung ist, dass am 24. September bei der Bundestagswahl parallel in Berlin abgestimmt werden wird, ob der Tegeler Flughafen offen bleiben soll. Es wird eine klare Mehrheit geben, dass er offen bleiben soll. Damit sofort die neue Debatte sagt, der BER überhaupt nicht ganz gestoppt werden soll. Damit hat vor einem halben Jahr niemand rechnen können. Aber es wird passieren. Und es gibt offene Debatten jetzt, wenn Tegel offen bleibt, BER stoppen und das ganze Projekt beenden, wo auch schon gefühlt 5,5 Milliarden Euro, also wesentlich mehr als bei Stuttgart 21, verbaut wurden, konkret verbaut wurden und die nicht mehr weitermachen können, nicht mehr weitermachen. Und zweitens ein Hinweis, dass am 30. Juni letzten Jahres Volker Käfer sagte, er haut den Sack, er geht raus aus dem Projekt. Dass er am 31. Dezember letzten Jahres rausgegangen ist und das im KPMG-Gutachten, im Anhang, wo 7 Seiten nur Namen auftauchen, wer alles interviewt wurde, Käfer nicht genannt wird, ist ein Zeichen davon, dass der Typ Angst hat, dass er belangt werden würde. Der Mann war von April, das Gutachten wurde im April begonnen. Und es sind hinten massenhaft Namen drin, mit denen sie Interviews gemacht haben. Käfer war der Hauptverantwortliche. Mit Käfer haben sie angeblich kein Interview gemacht. Ich glaube, die haben Interviews gemacht. Die nennen ihn nicht, weil er darauf besteht, nicht genannt zu werden, damit er nicht zusätzlich von Eisenhardt, von Löb und anderen Dingen festgemacht werden kann wegen Untreue. Ich bin 100% sicher, der Mann war, glaube ich, jetzt 60 Jahre alt. Er hätte nach seiner jetzigen Planung, also bei der Einweihungsfeier, auf dem Podest stehen können und S21 einweihen können und groß als der das Lächelmonster für Stuttgart 21 dastehen können. Der hat den Sack gehauen, weil er weiß, es wird nicht fertig werden und er will dann anderswo sagen, nicht so leicht in die Schusslinie geraten. Gut. Vielen Dank, Winnie. Ich glaube, diese letzten Hinweise zeigen nochmal, wie detailreich auch das Buch ist. Also wenn man das durchblättert, da gibt es ganz viele Hinweise, auch für profunde Kenner oder die sich dafür halten, dieses Projekts. Sie werden auf jeder dritten Seite Infos finden, die Sie vielleicht noch nicht gekannt haben. Noch ein Hinweis zu Bild der Wissenschaft, dem Aufsatz von Thomas Wipper, sehr lesenswert, aber leider nicht mehr käuflich, zumindest in Stuttgart. Es war schon am dritten Tag in keiner Buchhandlung. Wurde aber aufgekauft. Ja, wahrscheinlich, der wollte das nicht früher. Dann der Hinweis auf das, was heute noch stattfindet. Ihr wisst, es gibt die Bewegungsmeile ab 16:30 Uhr, es gibt die große Montagsdemo ab 18 Uhr und es gibt von dort aus einen Demozug noch zum Rathaus, wo die Veranstaltung Rot mit Großen war mit Winnie Wolf sein wird. Begleitet werden wir von Herrn Dobrindt in Form eines Betonkopfs, der von der Fehmarn-Weltinitiative in Fehmarn in Schleswig-Holstein zu uns transportiert wurde am Freitag. 10 Stunden Autofahrt auf einer LKW-Pritsche hat er überstanden. Und
Und er wird sich das heute hier alles angucken müssen, zwangsläufig. Er wird uns begleiten, auch zum Rathaus am Ende. Über alles, was wir hier heute gesprochen haben und die Beiträge von den dreien, gibt es nachher noch eine Presseerklärung. Die schicken wir rum. Und es wird auch parallel vom Demo-Team noch eine Presseerklärung zu mit dem Redebeitrag von Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe, der heute auf dem Montagsthema ja sprechen wird, und auch den Zusammenhang, den es sowohl in technischer Hinsicht als auch in politischer Hinsicht zu Stuttgart 21 gibt, denn das Versagen der Aufsichtsbehörden, was jetzt sichtbar wird in dem Wiesel-Skandal und diesem an sich anbahnenden Kartellskandal, das ist ja das, was wir mit Eisenbahnbundesamt und zu dem völlig versagenden Landesrechnungshof, der sich überhaupt nicht zu dem größten Projekt in Baden-Württemberg je geäußert hat, das sind alles Parallelen, auf die sich ja heute auch gesprochen werden wird. Jetzt Willi Postfest nochmal. Ja, ich möchte nur ganz kurz sagen, ich werde es heute Abend noch ausarbeiten. Mir fiel es jetzt ein mit dem tollen Hinweis von Eisenhardt auf das Dieselkartell. Es gab das Gleiche bei der Schiene. Es gibt ein Schienenkartell, das jahrzehntelang gearbeitet hat. Jahrzehntelang alle Stahlkonzerne Europas gemeinsam die Preise festgelegt haben, dass die Bahn zum Weg zu führen, dass alle europäischen Bahnen 50% mehr für den Schienenstahl zahlen mussten, als sie real hätten zahlen müssen. Und ganz verrückt, die Bahn war im Kartell. Die Deutsche Bahn AG und die Bundesbahn war Teil des Schienenkartells und hat selber gewirkt, dass sie zu viel zahlen muss. Ja, ich habe darüber geschrieben. Vor 3-4 Jahren. Ich gucke es nochmal, wollte wir raus und heute Abend drüber reden. Das heißt nochmal, das Ganze, was ich auch in dem Buch darlege, dass die Bahn eben zersetzt ist von Leuten, die Bahn selber kaputt machen wollen. Und dass der Wolfgang Schollau in seinem Krimi recht hat, wenn er dort sagen lässt, ich zitiere, oder ich hoffe gleich zitieren zu können, das war hier, genau, ne, finde ich jetzt nicht egal, er zitiert in seinem Roman, eine Geliebte von dem Dengler, die sagt, aber das kann doch nicht sein, dass die Bahn sich selber kaputt machen will. Und der sagt, doch, das ist so, die wollen sich selber kaputt machen. Das heißt, das ist im Grunde, der Feind ist schon in der Bahn drin. Das erklärt auch erst 21, ganz eindeutig. Ja, siehe nur den Stern auf dem Turm, der falsche Stern. Ein gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen und euch für die Teilnahme und wünsche noch einen